Willkommen bei mir, dem Thorsten Akkertutu beim Clan True Voice 2. Heute auf meinem Rathaus 9 Account aus aktuellen Anlass, denn ich habe hier ja mit diesem Account auch den großen Clankrieg mitgespielt und wir haben den großen Clankrieg gewonnen. 126 zu 122, also deutlich war das nicht, aber wir haben wieder einen Level 13 Clan niedergeschlagen hier mit den, wie sagt der Hockey immer, den guten Jungs und Mädels aus TW2. Also dem kann ich nur beipflichten, wirklich toller Clankrieg gewesen hier am Wochenende in meinem Stream und vieles haben wir ja schon gesehen, wer zumindest am Stream teilgenommen hat. Ansonsten blende ich euch das als Infokarte nochmal im Laufe dieses Videos immer mal wieder ein. Dann der ein oder andere hat ja vielleicht Lust, auch mal einen Livestream offline zu schauen. Aber ihr seht das hier, der Gegner hat auch, das haben wir auch im Stream gesehen, gut angegriffen. Hat zumindest jede Base hier mindestens mit ein oder zwei Sternen versehen. Natürlich auch drei Sterne, aber jetzt geht es eigentlich schon los. Vieles im RH9 offen gelassen. Und das haben wir etwas besser gemacht, obwohl wir sogar hier zwei Bases haben, wo wir nicht mal die IP gekriegt haben. Das ist eigentlich schade, dass wir die nicht mitgenommen haben. Und wir haben 92 Angriffe von 100, der Gegner 89 von 100. Also bei uns ist auch ja nicht wirklich jemand jetzt nach dem Clankrieg rausgegangen. Bei dem MHD-Kadan wussten wir das. Der war eh nur Platzhalter, dass wir ihn danach kicken, denn der ist absolut offline. Der König Vegeta ist im Moment in seinem eigenen Clan, so wie ich das mitbekommen habe. Und vielen Dank an den, wie heißt es, AO Quotz, der hier kurzfristig mit reingekommen ist und an einige andere auch noch, den Zeppi 111 heißt er, glaube ich. Der Kevin ist im Moment bei uns. Also vielen lieben Dank nochmal für die, die hier reingekommen sind, so wie der Pro-Gamer, nur um den CK mitzuspielen, fand ich also wirklich gut. Und natürlich auch mein Dank an die, die einfach mal geblieben sind. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht, dass sich einige einfach dazu entschlossen haben, du, ich bleib einfach mal hier, gefällt mir hier, ist ein cooler Clan, denke ich auch, ist eine coole Truppe hier. Und trotzdem wollen wir jetzt noch ein paar Angriffe sehen. Wir haben ja schon einiges aus dem unteren Feld gesehen, deswegen fangen wir hier gar nicht mal so tief heute an. Jetzt muss ich mich mal eben selber sammeln, was ich mir notiert hatte. Ich glaube, ich hatte mir den Michi notiert. Also wenn ich jetzt jemanden zeige, den wir vielleicht schon im Stream gesehen haben, ich habe mir die 3,5 Stunden jetzt nicht nochmal angeguckt und ich habe mir auch nicht rausgeschrieben, wen wir denn eigentlich schon hatten und wen wir noch nicht hatten. Und deswegen, also alle haben hier gut gekämpft. Die, die ich gezeigt habe, die ich nicht gezeigt habe und dann sind zumindest alle auf einer Wellenlänge. Also schöner Clankrieg hier, ich denke mal, das sieht man auch am Ergebnis und daran, wenn man hier mal reinschaut, alle haben hier ihre Angriffe gemacht, also wo wir wussten, die sind inaktiv, das haben wir ganz bewusst sogar in Kauf genommen, damit wir den 50er hier spielen können, denn 50 Grüne, das ist ja dann doch wirklich, wirklich selten. Deswegen haben wir hier natürlich den einen oder anderen Roten mit reingenommen. Aber ich denke mal, das ist uns an der Stelle ja eigentlich ganz gut geglückt. Und bis zum Ende war es hier auch sehr, sehr spannend. Der ein oder andere im oberen Bereich kam dann erst nicht ins Internet oder hatte schlechtes Netz. Und wir hatten dann schon Sorge, dass die letzten Kämpfe gar nicht mehr gemacht werden. Und waren dann auch nicht sicher, Mensch, welche Base machen wir denn eigentlich noch? Denn wir lagen hinten. Ja, wir lagen hinten mit etlichen Sternen. Also ich weiß nicht, ich glaube, es war so 114 zu 122 für einen Gegner und da musste noch ein bisschen was kommen von uns. Und ist es dann aber auch. Und wir haben schön, wirklich viel vor allen Dingen im RH9-Bereich gedreiert. Das hat letztendlich den Ausschlag gegeben hier, dass wir diesen Clankrieg bei den True Warriors 2 gewinnen. Und das hat der Gegner halt so nicht kompensieren können. Man muss auch sagen, in vielen Bereichen, ich glaube, das haben wir auch im Stream gesehen, haben die nur mit einem Helden angegriffen. Und ja, oftmals ist es dann ja so, dass so mit einem Helden, ja, zwei Sterne sind drin, drei Sterne sind dann schon schwierig oder du bist halt ein wirklich sehr, sehr guter Angreifer und schaffst auch mit einem Helden immer drei Sterne, aber ach, das ist dann schon, das ist schon Mut zur Lücke, sage ich mal. Und sicherlich auch in dem Clankrieg vom Gegner so rein interpretiert, dass die auch gesagt haben, komm, wir nehmen jeden mit. Egal ob ein Helden oder ob zwei Helden, Hauptsache wir spielen 50er, kann man natürlich auch machen. Und man kann sich ja auch zu Clan Level 13, ich nenne es ja immer so, hochsterben. Ja, also mit ganz vielen Niederlagen
Und wir hatten ja schon gesehen, dass dieser Clan hier ja nicht schlecht ist, was das Ergebnis angeht, aber die haben jetzt ihr Kriegslog auch wieder ausgeblendet. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass die 183 Siege und 176 Niederlagen, glaube ich, hatten. Also doch schon wirklich viel. So, dann machen wir einfach mal weiter hier beim Kevin. Der ist im Moment bei True Warriors 1, genau wie der Lichtle. Die haben wir uns einfach mal eingesackt, denn die spielen jetzt mal bei uns ein bisschen mit. Die haben hier lange genug ihr Unwesen getrieben. Waren natürlich beide oder sind beide Vize hier, also wir tauschen hier munter durch. Finde ich auch ganz gut so. Und dadurch gewinnen wir natürlich auch in True Warriors 2 wieder unter Umständen neue gute Leute hier. Auch, ja, vielleicht der ein oder andere Vize, aber wir haben natürlich jetzt auch schon viele dabei, die schon lange dabei sind, sich hier stark engagieren, so wie der Kevin das hier ja von Anfang an gemacht hat. Und deswegen wird es hier auch wieder, ja, ich nenne es mal so, Nachwuchs geben. Den Kampf haben wir hier im Stream gesehen, allerdings nur das absolute Ende. Und solche Kämpfe hier, um sie vielleicht nochmal zu sehen, sind natürlich immer dafür da oder können dafür hergenommen werden, dass man sagt, Mensch, ich musste im CK auch mal so eine Base machen oder muss gerade aktuell sogar so eine Base machen. Und dann kann man sich natürlich sowas hier eben mal geben, eben mal gucken, Mensch, wie hat denn der das gemacht, mit welchen Truppen, und kann dann vielleicht die gleichen nehmen oder ein bisschen modifiziert. Denn gerade die Hexen, die kann man mit Heiler schicken oder ohne Heiler schicken. Hier am unteren Rand, ich gehe mal ein bisschen größer rein, geht natürlich jetzt im Moment noch ein Golem mit, vor den Hexen und vor den Bolern. Ja, die Queen hat jetzt gerade die Säge gestrichen, aber bei der Dev da in der Mitte ist das auch kein Wunder. Und solange wie auch noch vor allen Dingen die Heiler leben, da können die ruhig ein bisschen angeknabbert werden, solange wie die noch so einen hauchdünnen Strich haben, heilen die ja volle Heilung. Es ist ja nicht so, glücklicherweise nicht so oder noch nicht so, dass die Kampfkraft sinkt, wenn Truppen angeschlagen sind. Eigentlich ist es ja so, ne? In Krise und Krieg war das auch immer so. Und wenn du also, ich nenne es mal ganz überspitzt, ein Bein verlierst in Krise und Krieg, dann bist du auch nicht mehr so von deiner Kampfkraft her 100% da. Und sowas kann man natürlich auch in einem Spiel hier interpretieren. Also ich habe schon solche Spiele gespielt, wo, wenn der Charakter angeschlagen ist, er natürlich auch nicht mehr so schnell ist, so stark ist und so weiter. Das ist hier bei Clash of Clans natürlich nicht. Und ihr seht das hier, solange wie die Heiler leben, heilen die, was das Zeug hält hier. Und die Truppen fressen sich hier jetzt noch durch die Restmitte durch. Jetzt werden sie zwar ein bisschen weggeschoben, aber sie kommen immer wieder ran, um ihre Heilung hier auszusetzen. Und das reicht dann an der Stelle auch für die Masse hier. Ah, das ist echt der Hammer. Also, und immer noch so ein Mini-Golem, der hier die Truppen tankt. Also richtig tolles Ding hier von Kevin. Wie gesagt, hatten wir gesehen, aber wirklich nur das ganz, ganz am Ende. Und seht mir das nicht nach, wenn ihr euch jetzt hier im Video nicht findet. Ich habe jetzt ganz bewusst die ab 20 genommen, denn drunter haben wir wirklich schon viele, viele Angriffe gesehen. Und ja, den haben wir natürlich nicht gesehen, denn ich habe meine RH8 Angriffe ja im Stream gemacht und nicht die RH9 und RH10 Angriffe, habe sie dann aber nach dem Stream gemacht. Also wirklich mitten in der Nacht haben diese Angriffe hier stattgefunden, weil ich wollte unbedingt noch beide Angriffe mit meinem, beziehungsweise mindestens einen habe ich gemacht, mit meinen RH9ern machen in beiden Clans. Hatte einfach den Hintergrund, dass, das wisst ihr auch mittlerweile von mir, der Sonntag ist so ein heiliger Familientag. Und da komme ich nicht wirklich dazu, großartig zu spielen. Da kann ich immer mal wieder reingucken. Aber so richtig viel agieren kann ich dann erstmal nicht. Ich gucke immer mal wieder, was ist noch offen, wo kann ich mich drauf vorbereiten. Und mache meine Angriffe dann in der Regel, wenn wir wieder daheim sind. Und habe mich aber hier zu einem Gohok genötigt gefühlt. Denn die Base hier ist ja sehr, sehr eng vermischt. Und die Doppelbomben hier, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon welche ausgelöst habe. Ah, die liegen hier unten in dem Bereich, wo der Bombenturm ist. Und ich schicke jetzt immer so die Hocks rein, dass ich immer eine richtige Masse an Hocks vor allen Dingen in dieser Base habe. Die reiten hier jetzt eigentlich schön zusammen. Und das ist jetzt so ein richtig starker Pulk hier. Die prügeln hier mit 10 Hocks, sage ich mal, auf eine Defense rum. Und dann ist die natürlich binnen Sekunden hier runter. Und hier im unteren Bereich wusste ich in etwa, dass da Bomben sind. Das hier Fallen sind, aber da musste ich einfach mit rechnen. Und manchmal
macht man auch Angriffe. Ihr seht das. Ja, da fliegen jetzt noch die letzten Hawks weg und gerade noch so geschafft. Also Cleanup war jetzt schon fragwürdig. Ich hatte aber reichlich Truppen noch innerhalb der Base. Hinten noch eine Valkyre, denn ich hatte 3 Valkyren und einen Bowler. Diesmal mit in der Clanburg, habe also mal nicht nur Bowler genommen. Und ich glaube, das war auch an der Stelle ganz gut hier. Das tat zumindest dem Cleanup ganz gut, denn es war am Ende, ja, ich hatte noch ein paar Sekunden Zeit, aber es war schon relativ eng. Ja, und manchmal mache ich auch einen Angriff, wo ich selber sage, voll rein, also volles Risiko. Ob es einer wird, 2 werden oder 3 werden, das sehen wir dann. Aber letztendlich weiß ich es ja nicht vorher. Ja, ich weiß nicht, was in der Clanburg ist. Ich weiß nicht, wie meine Truppen laufen, wenn zum Beispiel ein Dev-Gebäude nicht gemacht wird, meine Mauerbrecher fehlen und so weiter. Und deswegen denke ich mal, ist das hier schöner 3-Stern von Donnerbengel gewesen, 11 auf 17. Also das war, weil im oberen Bereich, das lag einfach daran, im oberen Bereich war der Gegner ja sehr stark mit 10ern vertreten. Habt ihr ja gesehen, 2 haben wir sogar offen gelassen. Und deswegen ist dieser Angriff hier schon viel, viel tiefer gegangen. Ich glaube, das war hier überhaupt einer der ersten 9er. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, ich glaube, das hier oben ist auch noch. Nee, das ist ein Rusher 11. Ja, also auch die kampferprobten Engineering Bases des Gegners haben den Gegner nicht geholfen. Wir haben ja erst gedacht, wer meine Folgen in der letzten Woche verfolgt hat, oh Gott, voll die Rusher-Bande hier erwischt in beiden Clans und das beim 50er und auch noch im Stream. Das geht in die Hose und das war hier aber, ja, hier war das schon sehr auf Augenhöhe, muss man sagen. Denn auch beim Gegner ist so der ein oder andere aus dem Clan raus oder ist nach einem Angriff raus, den die bei uns gefehlt haben. Und dann war die Kampfkraft schon so ein bisschen gemindert beim Gegner und bei uns aber war das wirklich krass. Also viele, es sind ja gar nicht viele gegangen, aber die dann gegangen sind, sind auch wirklich erst nach dem CK gegangen. Also hier ist auch keiner gegangen, der gesagt hat, komm, Two Warriors, ich mache hier meine 2 Angriffe und nach mir die Sinnflut, dann habe ich hier meinen Soll erfüllt. Nein, die sind hier wirklich bis zum Schluss geblieben und haben sich dann erst verabschiedet, als der Clankrieg vorbei war, als sicher war, wir haben hier gewonnen. Und ich denke mal, für die hier auch mitgespielt haben, ist das ja auch was ganz Schönes. Ja, man kann weiterhin seine Clan-Kriegssterne machen. Oder es gibt ja auch welche, die schlagen sich hier komplett clanlos, sag ich mal, durch Clash of Clans. Und die müssen ja auch irgendwo mal ihre CK-Sterne bekommen. Also sogenannte Jumper-Accounts, ja, die Errungenschaften natürlich auch gerne mal hätten. Erreiche 1000 CK-Sterne für deinen Clan. Oder überhaupt CK-Sterne in Clan kriegen. Und das schaffst du dann natürlich nur, indem du ab und zu solchen Aufrufen folgst hier und einfach mal bei Fremden mitspielst in Clan kriegen. Viele Fremde waren es ja gar nicht. Viele Leute hier auf der Seite sind ja auch Abonnenten bei mir oder gucken regelmäßig meine Folgen. Auch da nochmal vielen lieben Dank dafür. Und dann klappt natürlich so ein Aufruf hier richtig gut, ob dann einer mit seinem Main-Account hier reinkommt oder mit seinem Twink-Account. Das haben wir ganz dahingestellt. Aber wir sehen hier den Flashloop. Bei dem hat man nämlich ein bisschen Sorge, dass er nicht mehr angreift. Bis zum Ende. Er hat auch, glaube ich, hart gegammt, dass er hier am Ende die beiden Angriffe noch machen konnte. Und diese Base hier war noch, ich glaube, sie hatte nur einen Stern. Und das waren so die richtig wichtigen Sterne. Die mussten einfach noch fallen. Und mit Bowler und Heilern, also only, man sieht das ja hier unten, die Armee ist nicht groß, aber sie ist mächtig und ist das hier ein schöner Bowler-Angriff gewesen. Ich gehe mal so ein bisschen weiter mit nach links hier. Ja, jo. Ja, und ich habe ja auch während des Streams wieder technische Probleme gehabt. Das kotzt mich dann richtig an, das merkt man dann, glaube ich, auch. Das merkt man mir an, dass ich dann so ein bisschen innerlich die Krise kriege, wenn mir einer meiner Zuschauer sagt, Toto, der Ton hakt oder der Sound, ich glaube, es war ja der Sound, die Musik, die Hintergrundmusik, hat an manchen Stellen plötzlich so abgehakt geklungen. Und ich habe dann ja versucht, das Ganze zu analysieren, wann das immer passierte. Und jetzt kommt es mal ein bisschen für die Technikinteressierten oder für die auch Stream interessiert sind. Immer dann, wenn ich aufs Tablet geschaltet habe, war ja dieser Ton-Mismatch da.
Und ich hatte dann ja erst den Elgato-Treiber im Verdacht, beziehungsweise dieses ganze Soundsystem, was hinter der Elgato hängt. Hab dann das Ganze deaktiviert noch im Stream. Ich glaube, dann ging's auch. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, glaube ich, phasenweise auch die Musik einfach ausgehabt, wenn ich aufs Tablet gesprungen bin. Aber ich habe es dann einen Tag später nochmal analysiert. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich ja mal vor kurzem komplett am Tablet aufgenommen habe, also mit Ingame-Sound, und hatte im OBS mehrere Audiospuren aktiviert, und das hat wahrscheinlich das System durcheinander gebracht, denn ich habe gestern mal alle Audiospuren rausgenommen, aber also nur noch eine Audiospur pro Gerät, also einmal Tablet, einmal Mikro, einmal Desktop-Audio, und habe gestern Morgen, ja, das wisst ihr natürlich nicht, einfach mal für mich privat gestreamt. Also das kann man unter YouTube machen, da kann man seinen Stream privat stellen und kann mal ein paar Sachen testen. Erstmal gucken, ist Bild gut, ist Ton gut. Und ich habe gestern Morgen Tablet-only gestreamt, so eine gute Stunde, und habe mehrere Musiken eingespielt, habe ein bisschen was gesprochen, und alles weg. Alles Geschichte, also es lag wirklich an den Tonspuren in OBS. Ich kann jetzt also auch wieder aufs Tablet schalten. Und ihr habt keinen abgehakten Sound mehr in meinen Streams. Ich glaube, das ist dann auch besser so, denn dann brauche ich hier nicht rumfummeln mit Musik an, Musik aus und neues Stück, sondern kann das einfach am Stück laufen lassen. Und das hat gestern in meinem Test wunderbar funktioniert. Also der nächste Stream wird wieder hakellos oder makellos und auch soundmäßig makellos darüber kommen. Und ich sage ja immer, das stelle ich ab. Also das habe ich auch abgestellt. Ihr wisst das. Das wurmt einen dann und du suchst dir dann Jan Wolf, was hast du denn verändert und was war in letzter Zeit Treiber, Programm, und irgendwann habe ich mich dann daran erinnert und habe nochmal bei OBS geschaut, und da ist mir aufgefallen, dass ich gerade an der Elgato 6 Spuren aktiviert hatte, die ich natürlich überhaupt nicht brauche, und habe das dann einfach bei einer Spur belassen und schon war der Sound wieder super. Also nur mal so ein bisschen Technik-Gequassel hier nebenher. Und ja, ihr seht das hier, das wird hier jetzt schon ein bisschen dünner im oberen Bereich, mit einem und teilweise auch mit zwei Sternen, das macht aber nichts. Auch die wollen wir uns einfach mal anschauen. Wir gucken hier den YSH, der hat ja bei uns im TrueVoice 1 ein bisschen gefailt in einem sehr knappen Clan-Krieg. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, das Video. Ich glaube, es heißt Ohne viele Worte, und da irgendeinen Tag später, glaube ich, hat der Hocke noch mal einen Hals gekriegt und hat ihn dann doch noch rausgeschmissen. Macht aber nichts. Ich hatte ja schon in dem Video gesagt, dass er wieder bei uns ist, nämlich beim True Warriors 2 erstmal. Und aufgrund der Vollheit haben wir ihn jetzt auch nicht im ersten Clan genommen oder konnten ihn da gar nicht aufnehmen, weil die Clans ja pickepacke voll waren. Und deswegen ist er jetzt erstmal hier, kämpft ja auch mit. Ich glaube, auch im nächsten CK ist er wieder mit dabei und hat hier, ja, ich will nicht sagen solide zwei Sterne geholt, aber es waren für den oberen Bereich hier notwendige Sterne, die an der Stelle gemacht werden mussten, und ja, ist dann halt für ein RH10, auf RH10 ist es sowieso schwer, einen Dreier zu holen, also je nachdem wie die Bases sind, und das ist ja doch schon eine Maxed-Out-Base hier, bis auf die Mauern und die Helden, und jetzt snaggelt er sich hier noch die letzten Prozente weg, ja, kann man auch machen. Wenn man nämlich innen drin nur 48% holt und kann außen noch 1, 2, 3 Lager machen für den zweiten Stern, dann sollte man sich solche Truppen immer aufbewahren. In der Folge von gestern bei den gnadenlos Minis habt ihr das ja gesehen, dass es manchmal auch an einem Bogi scheitern kann, beziehungsweise wenn man mal einen mehr hat, der noch für so ein Clean-Up sorgen kann. Ja, die sind leider gar nicht angegriffen worden. Schade auch. Das hätte vielleicht auch ein RH9 machen können, denn ja, den kann ich euch noch zeigen. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ah, nee, das ist woanders gewesen. Hier haben wir nochmal den Lupe. Hier sind wir jetzt schon 4 auf 2. Also auch wieder mit der gleichen. Ah, nee, nicht mit der gleichen Kombi. Er hat jetzt Hexen und Bowler dabei. Okay, also eben waren es ja Heiler und Bowler. Jetzt sind es Hexen und Bowler. Also hier sieht man auch mal von Base zu Base unterschiedliche Entscheidungen. Wie gehe ich die eigentlich an? Ja, hier mit Hexen ist, ich will nicht sagen grenzwertig, aber weil hier stehen die Minenwerfer so tief und feuern natürlich immer schön auf die Hexen drauf.
Aber ich denke mal, Ziel waren auch hier 2 Sterne zu holen. Nicht auf 3 zu gehen, sondern 2 Sterne zu holen. Und jetzt hat er die Clanburg gefrostet da. Einmal noch ein Gift drauf. Ja, dann ist das hier auch gewesen. Jetzt gehen die Truppen noch so ein kleines Stück weiter rein in die Base. Und ja, war ein solider 2-Sterner hier an der Stelle. Also, wer sich hier heute nicht im Video gesehen hat, der kann einfach meinen Stream nachschauen. Ich bin an diesem Abend nicht zum Farm gekommen. Wir haben echt nur CK hier in 3,5 Stunden gesehen. Also da war keine Minute Luft, mal irgendwo was anderes zu zeigen. Ich glaube, ich bin einmal in die Builderbase reingerutscht, aber auch nur um zu zeigen, Status, mehr nicht. Und habe echt keinen Farmangriff gemacht. Habe das Event aber trotzdem mit allen Chars noch geschafft. Das war ja das Event Golem, Valkyren und Hog Rider und habe da mal richtig Gas gegeben, also ohne zu boosten, aber trotzdem Gas gegeben. Und ich denke mal, war eine schöne Geschichte hier. Und auch der Angriff hier, ach, da hinten ist noch eine Hexe. Hier ist noch eine Hexe, mal gucken, ob die Mauer noch schafft. Schade, dass da keine prozentualen Punkte für gibt, wenn noch eine Mauer geknackt wird oder so. Wäre ja mal eine Update-Überlegung, aber jetzt wird ja erstmal das Bilderhall abgedatet auf Level 7. Da werdet ihr bei mir nichts sehen, denn ich bin ja mal gerade so 6 und habe ja 6. Gottes Willen, 7 ist so weit entfernt von mir. Deswegen gucken wir uns hier noch den Angriff vom Lord Helmchen an. 1 auf 1 hier. Schade, knappes Ding, habt ihr gerade gesehen. 48%. Deswegen gucken wir einfach mal, wo sind denn hier die Prozente versäumt worden oder wo hätte man sich noch was wegsnaggeln können. Ja, so eine Geschichte hier mit Locken. Und dann erstmal mit Clanburg zerstören, das kostet immer Zeit. Ja, finde ich. Das kostet immer Zeit, aber beim 2-Sterne-Angriff, denke ich mal, ist das nicht ganz so kritisch. Wenn du auf 3 Sterne gehst, dann ist das sicherlich schon ein bisschen kritischer, wo du dann ja irgendwo Zeitnot hast, eine große Base zu schaffen. Und ja, jetzt schafft er die Ballons hier nicht mehr ganz. Also die kriegen nicht mehr genug Gift ab. Machte aber nichts, waren nur 2 Stück. So, und jetzt kommt er allerdings, glaube ich, ja, er kommt über Spitze rein hier mit Queenborg. Okay, das kann man an der Stelle machen. Ich habe den auch erst einmal gesehen, glaube ich, den Kampf. Und deswegen weiß ich natürlich schon, woher der Prozent fehlt. Und na, das ist, ich finde es immer grenzwertig, über Spitze zu kommen. Da kommen jetzt noch ein paar Clanburg-Truppen raus. Ja, war also auch noch nicht alles gelockt. War aber an der Stelle, ja, ihr seht das hier, der Golem kriegt ganz schön Beschuss. Denn da ist jetzt im Moment nichts, was die Clanburg macht. Die hockt noch hinter dem Magierturm. Da kommen sie jetzt gerade so raus. Und hier so über Ecke reinzugehen mit Valkyren. Grenzwertig. Also lieber über eine gerade Strecke hier reinkommen. Also hier über so eine gerade Front, hier über die Kaserne und da, wo jetzt die Queen da oben ist. Und dann schön gerade in diese Base hier reingehen. Denn ja, ihr seht das hier, die rennen jetzt so ein bisschen kreuz und quer, wissen manchmal nicht genau wohin, aber er kriegt hier das Rathaus. Ja, er kriegt das Rathaus doch so. Hätte ich nicht gedacht. Und dann ist man ja eigentlich schon mal guter Dinge. Da hinten links hier tankt noch ein Golem. Schön vor der Queen. Allerdings ist der Golem jetzt in Heilung und nicht die anderen Truppen. Jetzt aber auch die Heilung weg. Nutzt jetzt sowieso nichts mehr, denn alle sind jetzt im Reichweite des Infernos. Und ihr seht das jetzt schon hier, wo die Prozente hier sind. Ja, denn hier kommt jetzt auch der Bogenschützenturm nicht dran. Der ist jetzt eh weg. Also hier ist der Prozenthelmchen. Ja, guck dir das nochmal ganz genau an hier. Am besten analysiert man seine Kämpfe sowieso immer danach und wird dann dementsprechend besser. Ja, das heißt, man guckt einfach, was habe ich nicht so richtig gemacht? Woran hat es eigentlich gescheitert? Und ja, das Lager da hinten wären die 2% gewesen. Also vielleicht doch nochmal so ein Cleanup-Lucky oder so ein Rest-Lucky hier. Ich hoffe, der Recap hat euch trotzdem gefallen. Ziemlich viel geredet hier und ich spule hier nochmal durch. Also wirklich schön hier unten vor allen Dingen die Neuner gedreht. Da hatten wir ja reichlich von. Die Achter haben hier super gekämpft, super ihre Angriffe gemacht. Und es sind ja aktuell auch, ja, der Clan ist, ja, es sind ja ein paar rausgegangen. Also 2 Fremd sind rausgegangen. Kevin Lichtel sind raus, also 4 Platz frei. Richtig krasses Ding hier. Also nochmal danke an alle, die hier reingekommen sind und weiterhin mit uns spielen. Ihr seht das hier, wir sind, haben auch wieder fast alle in der Liga, also so ziemlich, die meisten sind ja auch wieder aktiv. Einige sind noch im Tiefschlaf, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Aber ich denke mal, die Liga hat ja jetzt erst gestern angefangen. Und dann wird das hier sicherlich was
werden. Also, Kriegslock weiterhin grün hier bei den True Warriors 2. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen. Bis dahin, euer Toto. Clash.